So, jetzt aber ganz schnell weiter. Wir würden schon ganz gerne dem nächsten Lohwang ankommen. Warum müssen wir jetzt unsere Route neu planen? Wir wollen nach Nordwesten. Ja, wir wollen nach Südwesten. Ja, und wir wollen nach Südosten. Eine nicht wirklich neue Strecke erkunden. Und wir marschieren noch ein wenig in die Nacht hinein. Ist zwar meistens so eine Stunde oder zwei, aber vielleicht wird genau das ja Mürrum retten. Denn die ist jetzt schon eine gute Woche am Wundfieber erkrankt. Das ist gar nicht gut. Was haben wir hier? Ein Prios-Tempel. Nee, da reisen wir gleich weiter. Weiter marschieren. Und mit etwas Glück schaffen wir es morgen. Obwohl, das sah ganz schön knapp aus. Wahrscheinlich eher übermorgen. Tut mir leid, Mürrum. Oder? Oh nee, das sieht gut aus. Wir benutzen den Geheimgang. Sehr schön. Die Sonne ist auch noch am Horizont zu sehen. Das heißt, 15 Uhr müsste es ungefähr sein. Nanu? Ihr müsst die Helden sein, die Antaron hergeleitet haben. Ich bin Gavron, sein Bruder. Okay. Ihr habt Antaron nicht zufällig noch einmal getroffen, oder? Er ist schon wieder verschwunden. Nachdem ihr wahrheitsgemäß verneint habt, verschwindet Gavron durch eure Mitte in der Menge. Und mit ihm der Salamanderstein. Das war jetzt bestimmt nicht wörtlich gemeint. Also wird nicht an uns vorbeigelaufen sein, hier irgendwo hin. Gavron, Moment mal. Das war doch hier Dragan. Nee, das war ein anderer Kerl. Der hat uns ja die Fragen beantwortet. Und zu ihm können wir jetzt nicht so schnell hinreisen. Aber gut. Können wir jetzt so nicht ändern. Das ist gar nicht gut. Also erstmal müssen wir zum Heiler. Wo haben wir den nächsten Heiler? Das sind alles Tempel. Da ist ein Heiler. Erstmal zur Heilerin. Dann werden wir Mürrum heilen lassen, wenn wir denn genug Gold dafür haben. Wie viele Dukaten haben wir? 4 Dukaten. Eventuell müssen wir vorher unsere Schwerter verkaufen. Die dürften ja auch ganz gut was wert sein. Also dann Mürrum heilen. Und dann... Das ist falsch da. Hier ist richtig. Also Mürrum heilen. Und dann gehen wir mal zu unserem Informanten hier und fragen ihn nach diesem Antarion. Und seinem Bruder Gavron. So, Krankheit heilen. Mürrum. 36 Silberstücke. Danach sind wir pleite. Nein, ich berechne euch nur die Hälfte des Preises. Wir haben jetzt keine 36 Silberstücke mehr. Das ist nicht gut. Raus hier. Das heißt, wir müssen kurz sicherstellen, dass jeder auch seine Waffen in der Hand hat. Und danach gehen wir Waffen spenden. Also das Schwert wahrscheinlich. Du, nimm das mal alles in die Hand. Das Schwert auch noch. Eisenschild. Schwert des Antarion. Recht viele ähnlich klingende Namen. Den magischen Zweihänder verkaufen wir nicht. Die Dolche vielleicht. Kriegsbeil auf jeden Fall. Den ganzen Klimbim können wir hier mal an den Schlüsselbund hängen. Oh, sind Dietrich hier kein Schlüsselbund? Stimmt, da war was. Und du nimmst mal deinen Zweihänder wieder in die Hand. So. Ja, wirklich viel zum Verkaufen ist es nicht. Aber die Schwerter an sich sind ja schon viel wert. Und gerade hier in dieser belagerten Stadt dürfen sie noch mehr wert sein. Also müssen wir jetzt zurück zum Magistrat. Oder wie hieß das hier oben? War doch hier am Marktplatz.
Handwerklichen Künste. Ach nee, es war auf der anderen Seite. Es war hier hinten irgendwo. Magistrat, genau. Das heißt, wir müssen erst einmal hier über die Brücke. Sehr übel. Also eigentlich hatten unsere Helden sich erhofft, hier in Lowang ein wenig erstmal Mürrim zu kurieren, die Waffen loszuwerden, ein wenig auszuruhen, auch wenn Lowang dafür nicht wirklich geeignet ist. Aber es war halt die nächstgelegene Stadt. Und dann weiterzuziehen, um den Zwergen zu suchen. Das ist jetzt nicht so gut. Das heißt, wir werden den Salamanderstein hier drinnen nochmal suchen müssen und danach dann den Zwerg finden. Wobei wir uns hier auch gleichzeitig nach dem Zwerg umhören können. Denn er sollte ja eigentlich hier in Lowang wohnen. Wir hatten zwischenzeitlich schon mal gehört, dass er weggezogen sein sollte. Irgendwo nach Westen. Aber wohin genau, wissen wir nicht mehr, oder? Gucken wir mal kurz in unsere Notizen. Tagebuch. Wir suchen Handlung. Salamanderstein. Ingramosch, ein Zwergenbotschafter aus Lowang. Richtig. Nächster Eintrag. Ah, das ist die andere Partei, die das haben wollte. Ich will mir keinenfalls den Mund verbrennen, aber solltet euch vielleicht mal mit im Orkentod umhören. Dort ist die Clique um Gaffron und Siebenquell des Öfteren zu finden. Das ist schon mal eine wichtige Notiz, die hatten wir fast vergessen. Gaffron und Silberquell. Nee, Siebenquell. Gut, also auf jeden Fall den Orkentod und da nach diesem Gaffron fragen. Gashok. Gesprächspartner Therion. Ich weiß nur, dass er des Ingrims ist, aber ich bin mir nicht sicher. Aber da bin ich mir sicher. Und er soll keinen Spaß verstehen, was sein Besitz angeht. Mhm. Wir haben den Salamanderstein gefunden. Nee. Wir haben uns nicht notiert, wohin der Zwerg gereist ist. Aber das schadet ja auch nicht wirklich. Das erfragen wir einfach hier nochmal neu. Und dann schreiben wir uns das mal auf. So, jetzt müssen wir nach Norden zu dem Marktplatz und da zum Magistrat. Wir sind schon zu weit. Hier. Hat er eine Macht? Oh, wir sind auf der ganz falschen Insel. Dann können wir das ja gar nicht finden. So, hier rüber. Ja, wir wollen gerne einen Heller spenden. So, schön nach Westen. Und dahin. So, wir haben etwas Dringendes vorzutragen. Wir können der Stadt Waffen anvertrauen. Das ist viel mehr, als wir erhofft hatten. Habt vielen Dank. Dafür soll euch, wie wir kundtaten, eine besondere Ehre zuteil werden. Die Frau verschwindet für eine Weile und kehrt in Begleitung eines ziemlich kleinen Mannes wieder zurück. Mürrim hat keinen Platz, um ein Magistratsdokument aufzunehmen. Ja, Mürrim soll Platz machen. Und zwar Kletterhaken. Alle. Nein. Mürrim ist doch krank, die kann nichts tragen. Okay, dann Gwendolyn. Du wirf mal einen Dietrich weg. Ihr habt euch um unsere Stadt verdient gemacht. Dafür erhaltet ihr als Dank die Ehrenbürgerurkunde der Stadt. Sehr schön. Vor allem das Mundwinkelzucken von der Frau im Hintergrund. Aber ja. Gwendolyn, zeig uns doch mal die Urkunde. Ehrenbürgerurkunde der Stadt Lowang. Höchste Auszeichnung gebührend dem Helden für seine selbstlose Hilfe an der Bevölkerung.
Der Besitzer dieser Urkunde ist in Lowang stets willkommen und darf von jedermann Hilfe erwarten. Der Stadtmagister. Sehr schön. Haben wir denn auch Geld bekommen? Nein, haben wir nicht. Und wir haben alle unsere Waffen dagelassen. Sehr schön. Das heißt, wir probieren das Ganze jetzt noch mit der Nahrung. Wir haben ja gerade alle gegessen. Wir würden gerne Nahrung da lassen. Wir haben ein gutes Tagwerk verbracht, aber ebenfalls keine Spende bekommen. Nun gut. Das heißt, wenn wir das nächste Mal Waffen haben, sollten wir es nicht hier im Magistrat abgeben, sondern bei den örtlichen Waffenhändlern. Aber es ist ja auch schön, dass wir so den Bürgern was Gutes tun konnten. Auch wenn wir den Bürgern lieber was Gutes tun würden, wenn wir es uns auch leisten können. Kräuterhändlerin, das klingt doch gut. Die wird bestimmt auch froh sein, mal wieder neue Kräuter zu bekommen. Und dann kommen wir halt so an unser Geld. Wir würden gern verkaufen. Jallen, was hast du denn Schönes? Du hast ganz viele Krötenschemel. 90 Dukaten. Hat noch jemand etwas? Was haben wir hier? Körperkraft, starker Zaubertrank. Dampfstängel. Warum hat Gerugon 3 Dampfstängel? Ah, wahrscheinlich, dass wir das Inventar so hin und her verschieben mussten. Ja, okay. Ist soweit alles okay. Die Heiltränke verkaufen wir auch. Wenn wir mal Heilung brauchen, benutzen wir ein Wirselkraut. Das ist dann einfacher zu handhaben. Der also auch noch weg. Fingerfertigkeitselixier kann auch weg. So, das sieht doch sehr schön aus. Gwendolyn. 22% erfeilscht und schon haben wir 213 Dukaten. Sauber, sauber. So, jetzt aber nicht aus Versehen gegen die Tür tolpern. 18 Uhr, das wird knapp, das wird sehr knapp. Ist hier vielleicht auch irgendwo ein Heiler? Da könnte einer sein. Hoffen wir mal, dass wir ihn nicht stören. Mürrum. 48 Silberstücke, der ist ja noch teurer. Aber es hat sofort geklappt. Ah, sehr gut. Mann, Mann, Mann. Also, Hürde Nummer 1 haben wir bewältigt. Mürrum ist wieder gesund. Das heißt, wir sollten uns jetzt im Orkentod umhören. Nach diesem Gaffron. Wir sollten ebenfalls noch zu einem Gemischtwarenhändler, um einen Schlüsselbund zu holen. Der starke Zaubertrank sollte zu Talana. Sonst können wir noch ein wenig das Inventar kurz sortieren. Das Amulett kannst du bitte anziehen. So. Das Alchemie-Set kann auch wieder zu Talana. Der Schleifstein kannst du zurück. Der Erzklumpen. Ich glaube, den Erzklumpen lassen wir mal dezent am Wegesrand liegen. So. Orkentod. Da waren wir schon mal gewesen, hatten uns nach den beiden umgehört. Aber haben nicht wirklich Informationen gefunden. Vielleicht haben wir jetzt ja mehr Glück. Das schwarze Auge. Orkentod. So, aber vorher speichern wir kurz ab. Neu, ja, LP 082 und wir sehen uns gleich wieder.